Hallo liebe Skifans, ich stehe hier mit dem Ralf, unserem Dr. Ski, für eine neue Folge Dr. Ski erklärt. Und in der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Skischuhe, beziehungsweise um genau zu sein, dem Thema Innenschuh. Denn wir kriegen oft Leseranfragen, die fragen, A, kriegt man aus jedem Skischuh den Innenschuh auch raus? Und zum anderen, wie mache ich das? Okay, also. Zur ersten Frage, aus jedem Skischuh kann man den Innenschuh rausnehmen. Es sei denn, Sie haben einen Skischuh von 1854 oder noch älter, weil da gab es nur einen Lederschuh ohne Innenschuh. Aber ansonsten kann man aus jedem Skischuh den Innenschuh rausnehmen. Also zuerst muss ich mal die Schnallen öffnen. Da gibt es einen kleinen Trick. Jede Schnalle eine Viertelumdrehung nach vorne drehen, dann fallen die auch nicht mehr zu. Sie stellen den Skischuh auf den Oberschenkel, gehen leicht in die Vorlage und drücken im Prinzip den Innenschuh nur ganz leicht nach vorne raus. Also super einfach. Gut, aber ich denke mal, das Schwierigere ist jetzt der zweite Part. So, jetzt haben wir den Innenschuh raus. Idealerweise ist er gut getrocknet. Wie bekomme ich ihn jetzt wieder gut und unfallfrei in die Schale rein? Ganz einfach. Du packst ihn hier wirklich mit zwei Fingern an der Ferse, nimmst dir den Skischuh und drückst den Innenschuh bis zu einem bestimmten Punkt. Du hörst dieses Knacken. Das ist nämlich dann hier über die Schale drüber. Wenn der Schuh über diesen Punkt drüber weg ist, gehst du mit der Hand in den Innenschuh rein und drückst ihn nur noch nach vorne. Überprüfst direkt in einem Arbeitsgang, ob alles sauber sitzt. Und jetzt kannst du einsteigen. Muss ich dabei irgendwas beachten? Kann ich was kaputt machen? Überhaupt nichts. Also wenn du diesen Punkt, den du gehört hast und gesehen hast, wenn du den überschritten hast, geht es ganz einfach. Also die meisten Leute versuchen natürlich mit Gewalt den Schuh wirklich nach vorne reinzudrücken. Aber es ist wichtig, ihn hinten richtig zu fassen und dann in einem Schuh durchzubringen. Also der Skischuh sollte vernünftig getrocknet sein, weil wenn ein Skischuh nass ist, dann ist er zu flexibel. Es sollte immer eine Einlage drin liegen, also eine vernünftige Einlage, heißt eine etwas festere Einlage, weil der Innenschuh sich ein bisschen bewegt, dadurch, wenn keine Einlage drin liegen würde. Dann kann es passieren, dass er vorne ein bisschen auffällt. Aber auch da gehe ich einfach nur mal mit der Hand durch und guck mal, ob er da vorne keine Wellen geschlagen hat und dann ist es vernünftig. Okay, gut, danke dir.